herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft zusammen mit Lennart. Wow, Lava. Fuck you. Okay, du bist immer noch. Ja, stimmt, ich bin aus Werbung. So. Ich bin eine menschliche Person. Sieht man mich? Mhm. Okay. Bin ich sozusagen der Hauptdarsteller der Werbung? Okay. Okay. Also Hauptdarsteller in dem Sinne von abgesehen vom Produkt, ne? Ja, klar. Okay, was für Werbung ist das? Ist das Werbung auch wieder hauptsächlich für Frauen, sag ich mal, oder? Nö. Egal. Also. Warte, nicht. Werbe ich für etwas zu essen? Ja. Okay. Werbe ich für einen Snack? Ja. Okay. Also, ein Snack ist ja alles zu essen. Ja. Nur nicht alles zu essen ist ein Snack. Aber es ist, man könnte es als Snack essen. Aber es ist kein extra als Snack was. Also Snack ist sowas wie, keine Ahnung. Ein Snickers oder so. Ja, Snickers, genau. So. Aber man könnte es als Snack essen, weil es nicht so groß ist. Ja, okay. Also jetzt so zum Beispiel nicht sowas wie eine Packung Toast. Weil das ist kein Snack. Ja, das könnte man auch als Snack essen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Snack. So. Ja, okay, weiter. Okay, ich muss jetzt wissen, wer ich bin, Alter. Frag nach dem Beruf der Person in der Werbung. What the fuck? Was kann der Mongo sein, Alter? ich kann dir noch einen Tipp geben. Das ist wie eben wieder jemand, der hat keinen Vornamen. Geil. Der hat nur einen Nachnamen. Kommt der in mehreren Werbungen vor, das ist so ein Nebendarsteller. Also so ein Nebendarsteller, sondern so ein. Ja, der kam in meiner Werbung. Halt für ein Produkt. Okay, und der kommt. Also der ist, sag ich mal, von einer Firma. Ja. Das ist Maskottchen-mäßig. Ja. Okay. Hä, wer denn? Was zu essen? Was zu essen? Was Kaltes? Also was wie Eis oder sowas? Okay, ich bin. Alter, ich habe alles vergessen. Ich war männlich, ne? Ich habe auch gerade. Nein, bist du nicht. Ich bin dran. Das hast du noch gar nicht gefragt, aber nein, bist du nicht. Ich bin dran. Okay, ist was zu essen, snackmäßig, aber also ist klein, aber nicht zwingend so wie ein Snickers gedacht. So. Sag doch mal, ob es herzhaft oder so ist. Ist es herzhaft? Richtig. Oh shit. Ist es sowas wie Chips? Ähnlich. Also, ja, wenn ich jetzt ähnlich sagen würde, sagen, das ist doch gar nicht ähnlich, aber ich denke schon, aus einem ähnlichen Material. Ist das zum Teil? Es ist aus Kartoffel. Nein. Nein, okay. Ach so, ich bin. Ja, ja. Bin ich aus Star Wars? Nein. Nicht aus Kartoffel. Was voll wichtig ist, Alter. Was? Bin ich. Was könnte ich sein? Was isst man denn alles? Was zu essen? Was nicht süß ist. Was nicht süß ist. Sowas wie Chips und. Nein, was Richtiges zu essen. Was, keine Ahnung. Ist es Fast Food irgendwas? In der Art. Aber auch nicht direkt. Curry King oder sowas? Nein, denk mal nicht. Das ist ja auch Fast Food, stimmt. Denk mal, was ist. Was. Essen viele Leute. Was Erik gerne mag. Welcher Erik? Der nervige oder der. Andere.
andere, okay. Weil beim Nervigen hätte ich jetzt gedacht, es wäre Ironie und dann irgendwas mit Nuss. Aber, Der sagt immer, dass er was mag. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Fleisch. Ja, Fleisch, wow, ja. Ja, Fleisch. Also es ist was Tierisches. Ja, es ist was Tierisches, okay. Was Tierisches. Das Produkt. Ja, das Produkt. Ist das auch so wirklich in Plastikpackungen und sowas? Also. Ja, ich glaube schon. Okay. Also jetzt nicht sowas wie ein frisches Stück Fleisch oder sowas. Okay. Wenn du drauf kommst, wenn du weißt, was das für eine Art von Tier ist, dann ist das einfach. Ist es nicht Kuh? Ja. Ist auch nicht Schaf? Ja. Und auch nicht Schwein? Ja. Okay. Ist ein Tier, was ich nicht gerne esse. Eine Art von Tier. Und ich glaube, du magst das auch nicht so gerne. Die Art von Tier. Ist es Insekt oder sowas? Nein. Okay. Bin ich eine Hexe? Ja. Bin ich die kleine Hexe Lilifee? Nein. Okay, du bist. Was für ein Tier, Alter? Reptil? Nein! Ich mach gerade die Gruppen nach, ja? Bin ich die Hauptperson in dem. Wo ja. Ich halt. Ja. Oh Junge, ich kenne doch keine Frau. Also, die kennst du. Ich bin nicht Angela Merkel. Sie ist auch keine Hexe. Ich bin auch nicht diese Frau von der Räuber Hotzenplotz, ne? Ich bin nicht die Frau? Nein, ich bin nicht die Witwe Schlotterbeck, oder? Wer ist das denn? Kennst du nicht? Nein! Witwe Schlotterbeck? Also nie Peter Lustig, der Räuber Hotzenplotz gewählt. Doch, Alter, ich hab alle Dinge zwar gehört, aber also schon. Das ist diese mit diesem komischen Krokodilhaustier. Ach so, natürlich, ja, Schlotter bestimmt. Alter. Ja, ist diese Frau leicht bekleidet? Nein. Okay. Da kennt er natürlich schon. Was gibt's denn? Was mag Leon gerne? Also Leon, der, den du lieber magst, also, ne? Ja, ja. Was macht der in der Freizeit auch manchmal? Was für Tiere? Ja, ich war schon auf Fisch gekommen eben, ich hab's gerade nur wieder gegessen. Ja, klar, ja. Fisch. Ja. Ist Fischstäbchen. Richtig. Wie hieß der denn? Captain Iglo. Richtig. Ich bin fucking Captain Iglo, Alter. Ich bin so bescheuert, Alter. Du? Was? Nein, du bist so bescheuert. Nein. Du hast gesagt, dass ich fucking Captain Iglo bin. Die ist geil. Okay, du bist dran. Oh. Ich bin keine Pornodarstellerin, ne? Welche Pornodarstellerin ist eine Hexe? Ich, ja, Julian. Ja, du wüsstest. Bin ich eine nette Hexe? Ja. Bin ich Bibi Blocksberg? Ja. Ja! So. Alter, wie tief wir schon sind, an der Höhe 7. Das ist voll krass. Hast du eigentlich die Let's Eats von Gronkh und Sarraza geguckt? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hatte einmal eins gesehen, aber nicht so richtig. Einen sagen die, das schmeckt so wie die Schamhaare von Captain Iglo. What the fuck? Sollen wir nochmal?
Boah, jetzt muss erstmal einer wieder einfallen hier. Captain Ego, Alter. Okay, ich weiß wen. Alter, ich denke mir immer so, ja, nimmst du den, aber den kennt Julian nicht. Ah, ich habe einen. Okay. Oh. Dann bin ich männlich. Ja, ich muss kurz googeln. Ja, klar, klar. Okay, bin ich fiktiv? Nein. Okay. Bin ich fiktiv? Wo war ich gerade? Warte, warte. Nein, nein. Also ich bin nicht fiktiv gewesen, ne? Ja. Aber ich war männlich. Ja. Bin ich Sänger? Nein. Bin ich... Also ich bin nicht fiktiv, ne? Ja. Ist korrekt. Bin ich Schauspieler? Nein. Ich vergesse immer wieder alles, ne? Also ich bin nicht fiktiv, ich bin kein Sänger und ich bin männlich. Komme ich aus Deutschland? Also bin ich weltweit bekannt? Nein. Okay, komme ich aus Deutschland? Hey, ich hab doch Nein gesagt. Oh, yeah, ups. Ja, weil du bist dran. Ich war kein Schauspieler, ne? Nee. Bin ich kein Sänger? Ja. Bin ich Politiker? Nein. Ja, genau, komm ich aus Deutschland? Ja. Okay, bin ich Sänger? Hatte ich. Das hatte ich schon, Moment. Bin ich Politiker? Nein. Okay. Bin ich Sportler? Ja. Bin ich Cristiano Ronaldo? Nee. Ja, Moment, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, warte mal ganz kurz. Ja, doch, theoretisch doch, du bist Sportler, ja. Ist ja auf jeden Fall was mit Sport zu tun, so. Ah, ich weiß es. Fuck, okay. Wo war ich jetzt gerade? Ich bin kein Politiker, kein Sänger, kein... Bin ich Comedian? Ja. Otto Walkes? Nein. Ah. Bin ich Uli Hoeneß? Fick dich, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Woher denn so schnell? Du denkst, du verstehst nicht, wie ich denke. Wie das denkst du denn? Ich bin einfach, guck mal, ich denke mir einfach so, Julian nimmt jetzt jemanden, der hat was mit Sport zu tun. Und dann weiß ich auch, ja, der hat mal Fußball gespielt. Und dann denke ich mir so, den hättest du auch genommen, weil ich habe den mal bei Tim genommen. Achso. Als ich das mit dem gespielt habe. Ach Mann! Uli, dabei dachte ich, dass Uli Hoeneß noch nicht mal so einfach ist wie Mario, Hitler und Angela Merkel. Ich bin einfach zu gut für dich. Ja, ist auch so. Dafür kommst du nicht auf Luke Skywalker. Ja, gut. Okay, du bist. Ach Mann! Jetzt bin ich jetzt kann ich wenigstens im Flow sein. So. Ich war Comedian. Bin ich, Moment, ich weiß nicht, Ralf Schmitz? Du bist Comedian. Ja, ich bin Comedian, ja, ich weiß. Au. Ralf Schmitz? Nein. Ich bin männlich. Hab ich bei den 7 Zwerge mitgespielt? Ich glaub nicht, nee. Okay. Da haben aber einige mitgespielt, deswegen. Okay. Ein deutscher Comedian, der nicht bei diesem Zwerge mitgespielt hat.
Alter. Würde ich jetzt mal sagen. So, er ist. Ja, okay, ja. Erstmal würde ich sagen, das war's mit der Folge von Let's Play Minecraft zusammen mit Lea. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da und tschüss.